Einen wunderschönen guten Abend zusammen zum Webinar Eigenständig profitable Handelssysteme entwickeln. Ja, das Ganze natürlich mit dem Experten ja, auf dem Bereich automatische Handelssysteme, David Warney von AlgoCamp. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich im Namen von FX Flat hier heute Abend begrüßen. Ja, ich bin gespannt, was der David heute mitgebracht hat. Und von daher will ich gar nicht lange drum rumreden, sondern einmal direkt zum Risikohinweis springen. Denn Sie kennen es alle, jedes Webinar bei FX Flat dient natürlich wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Bitte das Ganze hier nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung ansehen. Vollkommen egal, was der David zeigt, erklärt oder auch wie auch immer programmieren sollte. Ja, man weiß ja nie, was hier auf uns zukommt. Von daher am Ende immer bitte die eigene Entscheidung treffen. Ja, das ist ganz wichtig, immer von unserer Seite zu sagen. Gut, von daher würde ich sagen, David, zack. Ich bin bereit. Zack, dann darfst du jetzt. Darfst du jetzt Vollgas geben. So, jetzt siehst du meinen Bildschirm, oder? Jetzt sehe ich hier die AlgoCamp-Website. Yeah, das sieht gut aus. Dann vielen Dank für deine tolle Einleitung. Gerne, gerne. Ich würde gerne als Algo-Experten dargestellt zu werden. Damit hast du Sparpluspunkte gesammelt. Ja, ich mir auch einen schönen guten Abend zusammen. Freut mich wieder, dass wir einige zusammen uns gefunden haben, um wie immer über unsere Leidenschaft zu reden, Algo-Trading. Und ja, Florian hat es schon gesagt, Thema heute ist eigenständig das Ganze zu bauen. Das heißt, wir kaufen keine fertigen, wir suchen uns keine fertigen, sondern wir sind heute selbst mal quasi in der Küche und kochen das Ganze selbst. Aber, und das ist so das Interessante heute, ohne zu programmieren. Ja, das heißt, wir programmieren quasi ohne zu programmieren. Wie machen wir das? Das machen wir mit unserem Export-Advisor. Generator oder auch Code-CA-Generator und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Das heißt, wir schauen, wie kann ich quasi wirklich nur mit meiner Maus und meiner Tastatur, die brauche ich auch mal, aber nicht so sehr wie beim wirklichen Programmieren, sondern wir können fast ausschließlich mit der Maus unsere Handelssysteme zusammenstellen im Browser, ohne was runterzuladen und können mit ein, zwei, ich glaube, es sind genau zwei Klicks, dann das, was wir zusammen gebaut haben in unserer Küche, direkt in den MetaTrader schieben. Das heißt, wir klicken uns eine Strategie zusammen, wir sehen sofort, wie die historische Performance ist und mit zwei, drei weiteren Klicks haben wir das Ganze im MetaTrader, können es da nochmal testen oder können es da halt auch direkt auf unser Konto schieben. Also wir sagen, gut, wir haben jetzt unser Demo-Konto bei FXpert oder wir haben unser Live-Konto bei FXpert und sagen, perfekt, ich schicke meinen ersten Algo ins Rennen. Ich würde sagen, wir gehen direkt einfach mal in den Export-Advisor-Generator. Ganz wichtig für Sie heute. Sie können das alles, ich würde empfehlen, am besten nach dem Webinar, heute, die nächsten Tage, wann auch immer, auch kostenlos einfach testen. Das heißt, für den Export-Advisor-Generator gibt es immer einen kostenlosen 5-Tages-Zugang. Die Besonderheit heute für alle, die hier beim Webinar dabei sind, wer sich heute einen kostenlosen Testzugang erstellt und er ist wirklich komplett kostenlos, ohne dass wir irgendwie ja, hier was verstecken, dass da irgendwie in die Abo-Falle kommt, der bekommt diesen EA-Generator komplett für 14 Tage kostenlos. Das heißt, der Test verlängert sich. Das ist automatisch so heute eingetragen. Jeder, der heute am 28. November ein Demokonto erstellt, der bekommt den Testzugang für 14 Tage. Und da sind fast alle Funktionen drin. Eine kleine Funktion ist deaktiviert. Hat eher was mit der Performance zu tun, aber das wird Ihnen wahrscheinlich gar nicht auffallen. Da kommen wir später nochmal zu. Das heißt, jeder, der heute hier dabei ist, kann das Ganze 2 Wochen lang komplett testen, nachbauen, um dann in Ruhe herauszufinden, okay, das ist was für mich. Oder man sagt einfach, gut, danke für den Test, aber ist doch nichts für mich. So, das kann ja jeder für sich ganz in Ruhe dann gestalten. Was ist der EA-Generator? Wir haben das jetzt schon ein paar Mal gehört. Ich würde sagen, der Name trifft es eigentlich sehr, sehr gut. Expert Advisor Generator, das heißt Expert Advisor, das ist ja immer der Begriff fürs Algo-Trading, für die Roboter im MetaTrader. Und dabei spielt es keine Rolle, ob wir jetzt immer noch in den MetaTrader 4 verliebt sind oder ob wir schon auf den MetaTrader 5 gewechselt sind. Das, was wir uns hier heute mit dem Generator zusammenstellen, das funktioniert sowohl mit dem MetaTrader 4 als auch mit dem MetaTrader 5. Das heißt, egal in welcher Fraktion wir heute stehen, wo unsere Vorlieben sind in dem Bereich, was die Softwareversion angeht, das Ganze geht für beide Versionen. Was sprechen wir oder ich würde sagen, für wen passt der EA-Generator? Für wen wird das Ganze interessant sein? Wir können, würde ich sagen, das Ganze so in zwei Kategorien mal einteilen.
wenn sie der Trader sind oder die Traderin sind, die sagen, ich habe ganz konkrete Ideen. Ich möchte das, das, das mit diesem Stop-Loss, das da haben und so weiter. Dann können wir natürlich, da gehen wir gleich ins Detail rein, uns die Strategie zusammenklicken von Einstiegen und den Ausstiegskriterien. Oder aber, ich würde sagen, Kategorie 2, wenn sie sagen, boah, so eine konkrete Idee, ich weiß noch nicht ganz genau, habe ich eigentlich nicht. Dann, das gucken wir uns nachher auch noch im Detail an, haben wir den. Ja, die Funktion heißt auch nochmal Generator, wo wir quasi sagen, lieber EA-Generator, ich weiß höchstens, was ich handeln möchte, höchstens noch einen Zeitraum, aber von der Strategie, von den genauen Details habe ich keine Ahnung. Mach das mal für mich. Und dann macht der EA-Generator das auch für uns und dann können wir später im Detail uns das Ganze noch zusammenklicken. Gehen wir direkt mal in den MetaTrader von FXBet. Wir haben ja alle hier an der Seite unter Experten standardmäßig, ich glaube, den Moving Average und den MACD Sample. Das sind zwei Handelssysteme, die sind standardmäßig dabei. Da können wir in den Code reingehen. So, und wir sehen hier den Meta-Editor. Hier werden eigentlich Handelssysteme programmiert. Mit der Tastatur, eine ganz normale Programmiersprache, MQL4 oder MQL5 für den MetaTrader. Und wir sehen hier schon, das ist jetzt ein einfaches MACD-System. Automatisch Ein- und Ausstiege generiert, hat jetzt hier zum Beispiel 155 Zeilen Code. So, wenn wir keine Ahnung von der Programmierung haben und uns da auch nicht so die Leidenschaft haben, ist das relativ schwierig, uns da jetzt reinzufuchsen, ne? Also, wenn ich programmieren kann, der braucht da wirklich relativ viel Zeit, um die Logik generell von der Programmierung zu verstehen und dann sich in die Thematik MetaTrader Programmierung, sprich MQL4 oder 5 einzufuchsen. Nehmen wir ein anderes Beispiel, Moving Average, wo auch noch ein Beispiel Standard IE damit dabei ist, haben wir hier auch zahlreiche Codes. Aber das soll heute nicht unsere Baustelle sein, das ist nicht unsere Spielwiese heute, denn wir umgehen das quasi Ganze, indem wir einfach hier gemütlich im Browser bleiben und das Ganze mit der Maus zusammenklicken. Ich würde sagen, ich mache ein ganz einfaches Beispiel, bevor ich das jeden einzelnen Schritt mal erläutere, um zu sehen, wie einfach das Ganze ist. Also ich mache jetzt 5, 6 Klicks, mache es danach nochmal langsamer und kommentiere das ein bisschen genauer. Aber ich sage jetzt hier zum Beispiel, lieber EA-Generator, ich möchte, dass mein Handelssystem kauft, wenn, nehmen wir mal den Durchschnitt, wenn die Kerzen über dem geglätteten Durchschnittperiode 50 schließt. Und ich möchte aussteigen, wenn, was nehmen wir, der RSI unter der Signallinie und die Signallinie ist die 30, fällt. Jetzt sage ich super, ich habe hier sofort mein Ergebnis, da gehen wir auch gleich ins Detail rein. Und ich sage Dankeschön, das Ganze möchte ich jetzt für den MetaTrader 4 exportieren. Gucke in meine Downloads rein, kopiere den Expert Advisor, kopiere den, mache mein MetaTrader wieder auf. Dateiordner öffnen. Also hier sind die ganzen EAs und Indikatoren. Füge das hier kurz ein. Zack. Nenn das mal Webinar EA. Guck kurz in den Editor nochmal rein. Oh, wir sehen hier viele, viele Zeilen Code, die wir quasi gerade mit der Maus programmiert haben. Was sind das? Guck mal kurz runter. 500, 600 Zeilen. Ja, 500 Zeilen, geht zurück in den MetaTrader und ich habe hier direkt mein EA. Ja, der Webinar EA, ich könnte den jetzt hier auf den Chart sehen und sagen, bitte lostraden und das war's. So. Also wir haben jetzt gerade in 30 Sekunden unser System zusammengebaut. Ja, wir haben 500 Zeilen Code quasi mit der Maus programmiert und das ist das Wichtigste und eigentlich so ein kleines, großes Detail, was wir wahrscheinlich übersehen haben. Wir haben innerhalb von einer Sekunde den Backtest auch generiert. Das heißt, wir sehen hier rechts in der Grafik die Performance. Was wäre, wenn das System 2007 gestartet hätte? Bis die historischen Daten sind immer einigermaßen genau gepflegt. Das ist bis heute um 15 Uhr sind die Daten aktuell. Was wäre, wenn das System von 2007 bis heute laufen würde auf den Euro-Dollar? Stundenkerzen. Haben wir sofort das Ergebnis. Wer von Ihnen schon mal mit dem MetaTrader gebacktestet hat,
Das heißt, diese Backtest-Funktion, also historische Trade-Analyse quasi, gibt es ja auch MetaTrader. Das ist eine Standardfunktion. Die haben wir hier unten im MetaTrader 4 und 5. Da sagen wir Webinar EA. Wir sagen, wir möchten in Euro-Dollar handeln von 2007 bis heute. Stundenkerzen. Und ich starte den Test mal. Dann dauert das relativ lange. Ich muss mir die Daten natürlich noch vorher runterladen, aber bis der Test durchgelaufen ist, in dem Zeitraum würde ich sagen, eine halbe Stunde. Ne? Das liegt jetzt nicht, das ist jetzt nicht, weil FXBet langsam ist, sondern das ist einfach eine MetaTrader-Logik. Also die Daten sind groß, die müssen verarbeitet werden. Wir gehen quasi die Vergangenheit in der großen, ja, schneller durch, jede einzelne Kerze, um das so ganz zu analysieren. Und der MetaTrader bräuchten wir hierfür wirklich eine gute halbe Stunde, bis wir durch sind. Und im EA-Generator ist das, ich würde sagen, eine Sekunde. Also wir können ja mal hier auf den Chart gucken. Ich ändere die Einstiegskriterien und sage, ich will nicht nur den Durchschnitt haben, sondern ich möchte zusätzlich als weiteren Filter noch, nehmen wir auch hier nochmal den RSI. Ich sage, der RSI soll über der Signallinie sein, als Signallinie. Nehmen wir auf die 50, Periode auf 50. Wenn ich auf Akzeptieren drücke, dann müssen wir genau auf den Chart gucken, sehe ich direkt schon das Ergebnis. Anderes Beispiel, ich nehme nochmal hier eins raus, habe sofort das Ergebnis. Nehme den Ausstieg raus, habe sofort das Ergebnis. Das heißt, dieser Backtest über 15 Jahre läuft in ja, einer Sekunde ab. Und das macht das ganze Arbeiten, also die Erarbeitung der Strategie, des Backtesten, das ist ein Kreislauf, der sich 100 Mal die Stunde wiederholt. Wir haben eine Idee, setzen es um, testen, sehen das Ergebnis, optimieren, also machen uns Gedanken, überarbeiten das, testen, überarbeiten, testen und so weiter und so weiter. Und wenn wir jedes Mal eine halbe Stunde für den Schritt testen brauchen, dann macht das Ganze nicht so viel Spaß. Aber es geht nicht anders, bisher ging es nicht anders. Wir müssen einfach die Gewissheit haben, wie war das Ganze in der Vergangenheit. Und ganz wichtig, das ist mal keine Garantie für die Zukunft. Also nur weil das System, jetzt ist es natürlich negativ, aber wenn das System positiv ist und positiv war von 2007 bis quasi heute 15 Uhr, heißt das nicht automatisch, dass es hundertprozentig in der Zukunft auch funktioniert. Aber wir brauchen mindestens die Gewissheit, um überhaupt mal herauszufinden, ist diese Grundstrategie profitabel. Ja, und wenn eine Strategie in den letzten 15 Jahren nicht profitabel war, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass sie auch in der Zukunft nicht profitabel sein wird. Das ist ganz wichtig, keine Garantie. Aber wir haben, ich sage es mal so, wir haben eine Schiene oder eine Richtung oder einen Fahrplan für die Zukunft. Ne? Ich kann so ein bisschen die Vergangenheit nutzen als Rahmen. Ich weiß, was war in der Vergangenheit mein maximaler Drawdown. Was habe ich durchschnittlich für eine Rendite erzielt und kann das so als vorsichtigen Rahmen für die Zukunft anwenden. Und wenn ich in der Vergangenheit, in den letzten 15 Jahren zum Beispiel, einen Drawdown hatte von 20%, dann muss ich auch mindestens erwarten, dass ich in der Zukunft auch einen Drawdown von 20% habe. Und so können wir das quasi mit allen weiteren Parametern, die wir dabei haben, auch machen. Das heißt, durchschnittliche Anzahl an Trades, durchschnittliche Verlustgröße, Gewinngröße und so weiter. So, und das Ganze für den MetaTrader 5 ist das gleiche synchron. Das müssen wir jetzt nicht nochmal vorführen. Dann würden wir einfach hier oben sagen, für den MetaTrader 5 exportieren. Und dann haben wir auch wieder die Datei. Die würden wir dann einfach im MetaTrader 5 von FXBet importieren. So, und das hier ist so unser Hauptbereich, wo wir uns eigentlich aufhalten. Also was kann ich noch alles einstellen? Euro-Dollar, okay, bin ich vielleicht gerade kein Fan von. Nämlich den australischen Schweizer Dollar. Stundenkerze, sage ich, ist mir zu langweilig. Ich will ein bisschen mehr Action, gehe ich auf Minute 30 Kerzen und dann kann ich hier weiter mit meinem Generator arbeiten. Ich sage weiterhin, ich möchte den MACD wieder drin haben, sage, okay, das passt. Ich will den beliebten RSI noch mit drin haben, andere Art, wie ich den lese. Ich will einen weiteren Indikator, nehmen wir noch Stochastik, packe ich auch noch mit rein. Wir sehen immer sofort, wenn ich eine Sache noch nicht gespeichert habe, also ich packe jetzt mal die Volumenbetrachtung mit rein, dann sehe ich immer so, ja, ein bisschen dunkler oder durchsichtiger dargestellt die Linie, wie es mit diesem Filter laufen würde.
Das heißt, ich sage, gut, Volumen wollte ich nicht. Ich möchte jetzt nehmen wir den ADX mit rein haben. Dann sehen wir, dass es die Performance, wie es laufen würde, wenn ich so nehme. Ich sage also, ein weiteres Kriterium ist, ADX muss über der Signallinie liegen. Ich kann sagen, der ADX muss die Signallinie kreuzen aufwärts oder ADX steigt. Ich sage einfach steigen, Periode 30, speichere und zack, habe ich das neue Ergebnis sofort da. Wir kennen das aus dem MetaTrader. Wenn wir einen Backtest gestartet haben, haben wir unendlich viele Kennzahlen. Drawdown, durchschnittliche Rendite, Anzahl an Trades und, und. Das Ganze haben wir hier natürlich auch. Das heißt, wenn wir irgendwann ein bisschen weiter sind, ein System haben oder eine Strategie haben, die profitabel ist, dann können wir hier einfach auf den schönen Chart klicken, sehen noch mehr Auswertungen als im MetaTrader. Das heißt, wir haben hier mindestens das Level oder das Niveau, was wir auch im MetaTrader haben, von den Auswertungen, aber noch viel, viel mehr dazu. Ja, wir sehen hier die Stagnation in Tagen zum Beispiel. Eine Kennzahl, die im MetaTrader selbst im 4 nicht, ich glaube im 5 auch nicht dargestellt oder ausgerechnet wird. Für mich aber sehr, sehr wertvoll, weil die uns einfach mal sagt, wie lange dauert es, bis wir quasi mal wieder, ja, oder wie lange treten wir auf der Stelle? Und wenn ich dann eine Stagnation von 700 Tagen habe, bedeutet das, dass ich in der Zukunft mal eine Phase haben oder durchleben muss und durchleben können muss, dass das System einfach mal 2 Jahre auf der Stelle tritt. Das ist eine wichtige Kennzahl, wo ich mich selbst fragen muss, halte ich das aus? Würde ich 2 Jahre lang vor dem PC sitzen und sagen, alles okay, auf der Stelle treten muss mal sein, ich greife nicht ein, ich zocke nicht, ich bin still. Wichtig, muss man sich vorher immer die Frage stellen, ob man es aushalten kann. Drawdown-Anzahl, die Klassiker, aber auch ein paar weitere Kennzahlen. Also hier oben im Reiter statistische Informationen sehen wir, wie laufen die einzelnen Wochentagen, wie ist das Verhältnis an den Wochentagen, Verhältnis Stundeneinstiege, Ausstiege. Hier würden wir zum Beispiel relativ schnell und eindeutig erkennen. Wie gesagt, das ist nur eine Teststrategie, die ist jetzt nicht profitabel, aber wir würden hier zum Beispiel sehen, okay, 13 bis 15 Uhr, die Einstiege sind besonders teuer. Die Ausstiege, 13, 15 Uhr auch, wäre eventuell eine Möglichkeit zu sagen, ich schaue mir mal die Zeiten genauer an oder nehme ich die Zeiten raus. Also hier haben wir ja, nahezu unendlich viele Details. Das Ganze nochmal auf die Monate aufgesplittet, was uns leider auch im MetaTrader fehlt und ich extrem wichtig finde, denn am Ende des Tages eine schöne Performance-Kurve zu sehen, ist toll. Wenn wir dann aber mal auf die Jahre sehen, auf die Jahre gucken und dann sehen, okay, wir haben jetzt zum Beispiel mal 3 Jahre in Folge einen Verlust. Wir haben das so im Chart gar nicht genau gesehen. Oder wir sehen, wir haben hier einzelne Monate, zum Beispiel der Mai ist besonders teuer, der September, Oktober besonders profitabel. Das alles sind Kennzahlen, die wir halt in einer Sekunde dargestellt bekommen. Und die brauchen wir, um die Strategie zu optimieren. Das heißt einfach nur diese Performance-Kurve hier oben, jetzt positiv ist, negativ oder einigermaßen stagnierend ist, da fehlen halt extrem viele Informationen. Wir sehen da eigentlich gar nicht das, was wir brauchen. Also nehmen wir an, sie wäre jetzt profitabel. Ja, dann wissen wir noch immer nicht, ob wir sie aushalten. Ob sie wirklich eine Stagnation hat von 1, 2 Jahren. Also was Kennzahlen angeht, werden wir hier, glaube ich, nichts vermissen. Wie gesagt, wir haben ja alles, mindestens das, was der MetaTrader 4 oder 5 liefert, aber noch zahlreiche weitere Informationen dazu. Auch für die besonderen Detailverliebten können wir hier auch einfach im Chart zurückscrollen und uns die einzelnen Trades noch ansehen. Wir sehen hier MACD, RSI, Stochastik, ADX. Das alles sind die Indikatoren, die wir vorhin hinzugefügt haben. Das heißt, die Indikatoren, auf die jetzt dieser Roboter achtet. Und wir können hier in der Historie auch einzeln nachverfolgen, okay, wir haben hier einen Long Trade gehabt. Wie sahen die Indikatoren aus? Wie hier war der Ausstieg? Hier war ein Short. Also wir können, wenn wir möchten, wirklich ganz genau im Detail nachverfolgen und schauen, wie können wir es optimieren? Ja, wo sind die Stärken vom System? Wo sind die Schwächen vom System? Wir können hier unendlich weit zurückscrollen. Die Charts hatten wir gesehen und ein Journal ist nochmal für die besonders Detailverliebten. Da haben wir natürlich so wie auch im MetaTrader jeden einzelnen Trade, den wir nochmal verfolgen können. Hier sind das jetzt 500 Seiten, können wir uns auch exportieren.
Aber ich denke mal, das ist ja nun einfach die Grundlage. Und darauf basierend werden die ganzen Kennzahlen ja hier generiert. Wie gesagt, der Editor, da wo wir jetzt sind, das ist so der Hauptbereich. Und hier können wir, ich glaube, das Limit liegt bei 7 Einstiegskriterien hinzufügen. Wir können hier die Ausstiegskriterien natürlich auch hinzufügen, dass wir einfach sagen, ich will eine Exit-Time haben. Ich will jetzt sagen, außerhalb von 0 Uhr und 5 Uhr möchte ich keine Trades haben. Ja, dann würde es jetzt geschlossen außerhalb der Zeit. Weiteres Ausstiegssignal. Wie gesagt, ich will jetzt einfach nur was. Ich will gar nichts auf Krampf ins Profitable drücken, sondern es geht einfach nur um die technischen Funktionen. Und wenn ich sage, das ganze Feld, also der MACD, der Durchschnitt fällt, der 14er, der einfache, dann ist das ein weiteres Ausstiegskriterium. Wichtig hierbei, natürlich geht das System auch short. Also wir können ja auch sagen, Long und Short, nur Longs, welches Volumen, wie sieht es mit dem Stop-Loss aus? Wir haben jetzt momentan gar keinen Stop-Loss, sondern unser Stop-Loss ist quasi einfach Ausstiegskriterien, die wir hier unten definiert haben. Wir können auch sagen, Stop-Loss, wir müssen mindestens immer einen drin haben, der sollte auf 50 Pips sein. Gewinnmitnahme muss auch mit drin sein. Wir wollen mindestens ein schönes CRV haben, 120, akzeptiere ich, ist sofort eingestellt. Und das, was wir jetzt auf der Long-Seite eingestellt haben, übernimmt ihr automatisch auch für die Short-Seite. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf den Reiter Einstieg verkaufen klicke, haben wir automatisch das, was wir vorne beim Long gewählt haben, direkt umgekehrt. Das heißt, wenn wir sagen, der Durchschnitt muss eine gewisse oder der Kurs muss den Durchschnitt von unten nach oben kreuzen, ist es Long, bedeutet für ihn automatisch, wenn der Kurs von oben nach unten kreuzt, ist das ein Short-Einstieg und auch die Ausstiege werden auch automatisch quasi gedreht oder gespiegelt für die andere Richtung. Und das ist der Bereich, wo wir uns wahrscheinlich am meisten aufhalten werden, weil wir hier unsere Strategien zusammenklicken. Und ganz, ganz wichtig, bevor die Fragen dazu kommen, das Ganze hat natürlich ein Limit. Also wenn wir jetzt ankommen mit dem super, hyper Rainbow-Indikator von wem auch immer, nein, das wird nicht drin sein. Das Ganze muss halt einfach eine Grenze haben und wir haben uns hier versucht oder haben hier versucht, ich glaube, das ist, wenn wir uns das Feedback angucken, auch einigermaßen gut gelungen, eine Mitte, ja, wir haben halt einfach eine Mitte gefunden zwischen Funktionalität und zwischen Bedienbarkeit und schnellem Verständnis. Das heißt, wir haben hier natürlich nicht 100.000 Indikatoren drin, nicht 50.000 Funktionen, sondern das Ganze hat ein Limit. Das heißt, wir bekommen sehr, 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 sehr viele Strategien hiermit abgedeckt, aber natürlich nicht alles. Das muss uns immer klar sein. Dafür gibt es halt auch die Testfunktion, um zu schauen, welche Indikatoren sind drin, wie genau kann ich auf den Markt reagieren, wie habe ich Möglichkeiten, das Ganze im Detail einzustellen. Und wenn uns was fehlt, gut, das merken wir wahrscheinlich in der Testphase, dann können wir immer noch sagen, okay, dann ist das jetzt nichts für mich. Oder wenn wir ganz bestimmte Details haben wollen, können wir natürlich auch so arbeiten, dass wir das Aufwendigste, sprich die grobe Grundlage der Strategie, hier mit dem Generator programmieren. Wir exportieren das Ganze. Dann bekommen wir auch natürlich Zugriff auf den kompletten Code, den gesamten Quellcode. Das heißt, hier wird nichts ausgesperrt. Das heißt, die Strategie gehört Ihnen und dann können Sie natürlich, wenn Sie selbst programmieren können, können Sie hier auch die Details dann anpassen, wenn Sie sagen, ich möchte hier noch eine kleine extra Überprüfung haben, dass, weiß ich nicht, es heute mindestens 20 Grad draußen sein müssen, sonst trade ich nicht. Oder was auch immer Sie für Wünsche noch haben, dann können Sie das halt hier manuell im Code selbst einbauen. Oder wenn Sie nicht so fit sind in der Programmierung für den MetaTrader, können Sie das einfach einem Programmierer geben, ihm den Wunsch mitteilen und dann kann das Ganze anpassen. Und das ist nämlich das Schöne, die Strategien, die Sie hiermit generieren, die gehören Ihnen. Das heißt, ob Sie den EL-Generator dann in 2 Monaten nicht mal nutzen, ob Sie uns nicht mal mögen, das System, der Quellcode, das gehört Ihnen. Damit können Sie Leben lang weiterarbeiten, dran rumfallen, bearbeiten, ausbauen, wie auch immer. Also hier haben wir nichts ausgesperrt und Sie bekommen nicht nur den ausführbaren Code, sondern wirklich den gesamten Quellcode und können halt hier machen, schalten und verwalten, wie Sie möchten und auch prüfen, falls Sie ein bisschen skeptisch sind, ob hier vielleicht irgendwas eingebaut ist, was nicht rein sollte, dann würden Sie das hier spätestens auch im Quellcode dann sehen. Okay. Ich würde sagen, wir sind erstmal
mit der größten Bastelecke fertig und würden jetzt mal rübergehen zu dem Generator, dem EA-Generator. Der sieht nicht so aus, er sieht im ersten Moment etwas, ja, ich würde sagen, langweiliger aus. Hier geben wir einfach nur grob vor, was so unsere Ziele sind. Ich sage, ich will den Euro-Dollar handeln. Stundenkerzen finde ich schön. Ist nicht so viel los im Konto. Reagiere ich vielleicht nicht so extrem auf kleinere Bewegungen. Was möchte ich haben? Ich sage 0,2 Lots. Perfekt, mein Volumen. Long und Shorts möchte ich haben. Wenn ein Gegensignal generiert, dann möchte ich auch, dass quasi gedreht wird. Stop-Loss ist für mich, muss ich immer verwenden. Dann die Frage, wie sieht's aus? Wie sieht's aus mit der Größe? Ich sage also, ja gut, ich will nicht ständig rausfliegen. Mindestens soll der Stop-Loss bei 30 Pips liegen, maximal 100. Möchte nicht allzu viel verbrennen. Und beim TP sage ich, es muss nicht fix sein. Ich will meine Gewinne nicht begrenzen. Wenn der IR-Generator sagt, das macht Sinn, dann kann er es ruhig mitnehmen. Aber ich will hier auch nicht für ein paar Cent antreten, sondern der TP muss dann mindestens 30 sein. Sollte maximal 200 groß sein. Und dann sage ich als letzten Schritt noch, wie viele Indikatoren möchte ich maximal verwenden für den Einstieg? Also ich sage jetzt zu ihm, gut, sei kreativ, nehme von mir aus bis maximal 7 Einstiegskriterien und beim Ausstieg sage ich, 3 darfst du maximal haben. So, und jetzt geben wir hier unten noch Zeit. Das heißt, wir sagen, lieber IA-Generator, ich gebe dir jetzt in diesem Beispiel, nehmen wir mal eine Minute, um hier keine halbe Stunde vorzusitzen und zu gucken, wie der IA-Generator arbeitet. Empfiehlt sich natürlich nicht. Wenn wir hier wirklich gute Strategien raushaben möchten, dann sollten wir schon dem etwas Zeit geben. Aber wir möchten jetzt einfach nur uns die Funktion angucken. Klar, ist natürlich logisch, je mehr Zeit der Roboter hier quasi hat, desto besser sind die Strategien oder Systeme, die am Ende auch rauskommen. Aber wie gesagt, jetzt geht es einfach nur um die Funktion. Und ich sage jetzt, lieber L-Generator, du weißt, was meine Wünsche sind. Ich klicke auf Start und jetzt generiert das System im Hintergrund viele, viele, viele Strategien. Wir sehen hier oben, 10 Sekunden sind abgelaufen. Er hat insgesamt schon 500 verschiedene Strategien, jetzt 600, 700 Strategien durchgerechnet. Und wir sehen hier oben im nächsten Reiter unter Sammlungen, dass er uns schon 30, sag mal, brauchbare Strategien generiert hat. Jetzt sind wir bei 40. Haben wir jetzt gleich eine halbe Minute geschafft. 1400 Kombinationen haben wir durchgerechnet. Sind jetzt bei 50 Strategien. So, wir können es auch gleich dann. Jetzt brechen wir es einfach mal ab. Wie gesagt, 40 Sekunden. Er hat uns 60 Strategien generiert. Und wir können jetzt gleich mal rüber wechseln auf den Reiter Sammlungen. Und hier sehen wir jetzt die 60 Strategien, die er generiert hat und uns vorschlägt. Wir können da ganz gemütlich runterscrollen. Uns die Sachen ansehen. Wir haben direkt daneben auch so, ja, ich sag mal, die groben Kennzahlen. Was hast du gemacht für einen Gewinn? Wie groß war der Profit pro Tag? Maximaler Verlust, Verhältnis Gewinnverlust, Anzahl der Trades. Also wir können relativ schnell eine Ersteinschätzung abgeben und sagen, okay, passt nicht, passt nicht, passt nicht, passt nicht. Sage ich, okay, das gefällt mir hier. Klicke ich rauf und dann kommen wir wieder zur Oberfläche, die wir kennen. Füllt er quasi automatisch unseren Baukasten aus mit den Sachen, die er für uns generiert hat. Wir sehen, er hat hier 4 Generatoren für den Einstieg reingepackt. Er hat aus 3 Ausstiegsindikatoren reingepackt. Wir sehen hier die Performance. Können also ganz genau im Detail nachverfolgen. Also wir haben hier nicht die berühmte Blackbox, dass wir nicht wissen, was das System macht, sondern wir können es ganz genau reingucken. Okay, was machst du denn eigentlich mit dem ADX? Okay. Der ADX muss unter der Signallinie liegen. Signallinie ist 45, Periode ADX 26. Okay, verstehe ich. Was macht der hier unten mit den Indikatoren? Also wir können wirklich alles ganz genau nachprüfen, um zu sehen, was macht der da eigentlich? Und das ist jetzt das Schöne, wir können auch rankommen und sagen, also ADX, Periode 26, bin ich gar kein Fan davon. Den möchte ich jetzt lieber auf 20 anpassen. Sage ich, okay, akzeptieren oder ne, sieht doch nicht so gut aus. Ich lasse es bei dem Parameter. Und hier ist alles so, wie wir es uns eben angesehen haben beim manuellen Generieren der Strategie. Ich kann das Ganze exportieren.
kann mir die Performance nochmal in Ruhe angucken, wie das lief, die Kennzahlen. Oder ich gehe einfach wieder zurück in meine Sammlungen und sage, okay, was gibt es denn noch Sinnvolleres? Okay, schön, 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 schauen wir uns den hier mal an. Da das Gleiche wieder. Ich sehe, was hat er alles gemacht? Kann das Ganze exportieren für MetaTrader mit zwei Klicks. Für den MetaTrader 5 sofort gespeichert. So, und so haben wir das jetzt, wie gesagt, das waren jetzt 30, 40 Sekunden, genau 38 Sekunden. Und wir haben ja schon 6 Seiten lang Strategien, die uns vorgeschlagen werden. Und da sollten wir jetzt, das ist so meine Empfehlung, nicht sagen, okay, ich nehme jetzt, ich sortiere das bitte nach Kontostand oder nach Profit pro Tag. Wie gesagt, wir können auch ein bisschen vorfiltern, sondern wir sollten uns das schon im Detail genauer angucken. Wie viele Trades haben wir eigentlich gemacht? Ja, also wenn wir jetzt vom Performance-Chart her ein profitables System haben, was aber in den, ich sag mal, was sind das jetzt, 15 Jahre nur 10 Trades gemacht hat, dann ist die Aussagekraft da gleich null. Das bringt uns nichts. Also wir sollten schon schauen, dass wir vielleicht auf unsere 1000 Trades kommen. So. Wir sollten gucken, wie groß ist die Stagnationsphase. Wenn wir 3 Jahre auf der Stelle treten, prinzipiell nichts Schlechtes, wenn das System lange genug läuft, aber ich glaube, die wenigsten von uns würden sagen, okay, ich bleibe da ruhig, das halte ich aus, gefällt mir. So. Und so können wir es natürlich mit allen Assets durchtesten. Ne? Also das war jetzt einfach nur auf die Schnelle durchgeklickt, Entscheidung einfach gefällt, ohne groß nachzudenken, für sämtliche Assets, für sämtliche Zeitintervalle. Und das ist synchron mit den Zeitintervallen aus dem MetaTrader, speziell aus dem MetaTrader 4, von M1 bis Tageskerzen, können wir hier alles durchklicken. Auch von den Assets her haben wir eine große Auswahl an Standard-Assets bereits hinterlegt. Das, was so die gängigsten Assets sind. Und auch das Problem mit den historischen Daten haben wir nicht. Sowohl hier bei der Generierung als auch im manuellen, sag mal, Baukasten haben wir dieses Problem nicht, was Sie wahrscheinlich alle aus dem MetaTrader kennen. Wo bekomme ich historische Daten her, die sauber sind? Sauber sind bedeutet, dass die Daten weit zurückgehen, dass wir, wenn wir zum Beispiel Minutenkerzen verwenden, also jetzt mal 30 Minutenkerzen, dass wir auch wirklich für jede halbe Stunde eine Kerze haben und nicht plötzlich mal zwischendrin 4,5 Stunden oder 2 Tage fehlen, dass wir wirklich durchgehend vorhanden sind, dass wir keine, sag mal, keine Tickfehler drin haben, also keine Spikes haben, dass plötzlich der DAX eben noch bei 12.000 Punkte war, in der nächsten Kerze ist es bei 2.000 Punkten und dann sind wir wieder bei 12.000 Punkte. Dieses Problem auch mit den Zeitsynchronisierungen und so weiter, das haben wir hier einfach nicht. Also wir können uns hier im EA-Generator einfach wirklich auf das Wesentliche konzentrieren und die historischen Daten werden von uns automatisch gepflegt. Wie gesagt, jetzt ist es 18.35 Uhr, die Daten hier gehen bis heute bis um 15 Uhr. Das wird um alle paar Stunden automatisch aktualisiert und da müssen wir uns nicht jeden Tag drum kümmern, sind die Daten noch da, sind sie aktuell oder nicht. Und auch hier, ich habe es am Anfang gesagt, das Ganze hat immer seine Grenzen. Wir haben hier natürlich nicht den mexikanischen Peso gegen den südafrikanischen Rand drin. Aber wenn Sie sagen, ich möchte das handeln, auch kein Problem, dann können Sie halt, oder dann in diesem Fall müssen Sie halt dann einfach selbst das Asset hinzufügen, geht auch, dass wir einfach sagen, ich habe ein neues Asset, und dann können Sie zum Beispiel die historischen Daten auch einfach von FXBet nehmen, hier importieren. Dafür gibt es auch einen extra EA, den laden Sie im MetaTrader rein. Dann zieht er sich automatisch die Daten aus dem MetaTrader. Dann können Sie die hier importieren. Also maximal für Sie einfach schon vor, sag mal, vorgekaut, vorgeregelt, dass Sie dann nicht viele Daten umformatieren müssen, in Excel, CSV oder wie auch immer. Das wird schon ins entsprechende Format vor exportiert im MetaTrader, kann dann hier importiert werden. Wie gesagt, eigentlich hat das von den Symbolen her keine Grenzen, aber wenn Sie halt besonders exotische Assets handeln möchten, dann müssten Sie halt selbst sich um die Daten kümmern. Aber bei den Standard-Assets im australischen, kanadischen gehen die Daten auch heute bis 16 Uhr, kanadischen Schweizer Franken auch bis 16 Uhr. Die Daten sind immer wirklich fast bis vor letzter Sekunde aktuell. So, das würde ich sagen, sind die zwei großen Hauptfunktionen. Wenn Sie mit dem EA-Generator arbeiten, zum Beispiel in der Testphase, dann werden Sie, glaube ich, die ersten Tage merken, dass Sie eigentlich regelmäßig immer wieder neue Funktionen entdecken, die irgendwo in der Ecke lauern. Also wirklich
eine komplette Einführung abzuschließen in 60 Minuten ist mal relativ schwer, weil viele Informationen auf uns reinrieseln, weil viele Funktionen vorhanden sind. Aber genau dafür haben wir die Testfunktion, um da ein bisschen weiter reinzugehen. Ich würde sagen, ein paar Funktionen gucken wir uns noch an. Die letzte Funktion in der letzten Ecke, die erkunden Sie am besten einfach selbst. Aber ich würde noch so ein paar Funktionen mit erläutern, die wirklich einen großen, großen Mehrwert bieten, wenn wir stark daran interessiert sind, profitable Strategien zu generieren und dann im Endeffekt auch die Roboter zu generieren. Wir gehen zurück in unserem Generator, beziehungsweise in unsere Sammlungen. Und wir sehen hier noch ein paar kleine Knöpfe. Einmal exportieren für MetaTrader 4 und 5. Dann haben wir zu Portfolio hinzufügen und entfernen. Also klar, wenn ich sage Schrott, weg, dann lösche ich das einfach aus meiner Sammlung. Habe ich nur noch 59. Aber gehen wir mal auf die Portfolio-Funktion. Ich sage jetzt, ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet, das mache ich mal kurz leer. So, ich sage, diese Strategie hier gefällt mir. Die hier gefällt mir auch. Ja, die nehme ich auch noch mit rein. Die nehme ich auch noch mit rein. So, dann gehe ich wieder hoch. Dann sehen wir hier oben, neben Portfolio haben wir eine kleine 4. Und wir haben jetzt mit 4 Klicks ein kleines Portfolio zusammen generiert. Das heißt, der AI-Generator nimmt jetzt diese vier Strategien, wo wir auf das Plus geklickt haben, und generiert für uns dann eine Portfolio-Analyse. Das heißt, wir haben jetzt nicht 4 verschiedene Statements oder 4 verschiedene Analysen, sondern wir haben jetzt hier direkt auch in 1-2 Sekunden die Gesamtperformance und auch die Statistik. Das heißt, die ganzen Kennzahlen sind jetzt nicht mehr pro Strategie, sondern pro Portfolio, was wir gerade generiert haben. Und das sieht schon mal ganz anders aus. Und ich sage immer selbst, das Portfolio-Trading ist für mich so die Formel 1 vom Algo-Trading. Das heißt, wir haben nicht nur ein System im Rennen, sondern wir haben mehrere Systeme. Wie gesagt, das ist jetzt sehr stupide, einfach nur zusammengeklickt. Da sollten wir schon ein bisschen auf die Grundstrategie achten. Also wenn wir jetzt ein Portfolio haben, wo 4 Strategien enthalten sind und jede Strategie auf den ADX und den Durchschnitt achtet, dann sind wir da nicht so wirklich breit aufgestellt in dem Portfolio. Aber das machen wir alles in Ruhe. Aber wir sehen, dass das die Performance-Kurve schon mal eher in die Richtung geht, was wir uns wünschen und erwarten. Dass wir jetzt halt nicht, mal gucken wir uns diese Strategie an, die hat hier mit einem relativ großen Verlust gehabt. Hier haben wir am Ende eine Stagnationsphase gehabt, hier auch. Hier ist so kurz vor Ende, zwischen Mitte und Ende eine Verlustphase, aber gemeinsam. Das Portfolio wiederum sieht schon schön aus. Da haben wir eigentlich das, was wir uns so ein bisschen erträumen oder vorstellen. Natürlich Verluste, Stagnation, aber die Volatilität im Portfolio ist etwas rausgenommen. Das heißt, wir haben nicht die großen Gewinntage oder Gewinnphasen, und dafür aber auch nicht die großen Verlustphasen oder Tage. Deswegen, je besser das Portfolio aufgebaut ist und je mehr Zeit wir investieren, desto weniger Volatilität haben wir im Portfolio. Und das ist ja eigentlich das, was wir uns wünschen. Also glaube ich, dass wir uns das alle wünschen. Wir möchten ja nicht mehr diese berühmten schlaflosen Nächte haben, wo wir sagen, okay, heute war extrem, heute haben wir 30% gemacht, morgen sind wir 20% hinten. Danach 40% hinten, dann wieder 80% vorne. Das macht mal Spaß, aber eigentlich wollen wir am Ende des Tages wirklich ruhig schlafen und dabei auch Gewinne machen. Und deswegen kommen wir sehr wahrscheinlich alle früher oder später an dem Punkt heraus, wo wir sagen, wir wollen ruhig schlafen, wir wollen die Volatilität aus dem Konto nehmen. So. Wenn wir uns ein bisschen mehr Zeit investiert haben und unser Portfolio generiert haben, haben wir jetzt 2 verschiedene Varianten. Wir können ganz klassisch sagen, ich nehme jetzt diese 4 Strategien, weiß nicht mal genau, welche das waren, aber ich sage jetzt exportieren, exportieren, exportieren und ich glaube, die war es, exportieren. Dann haben wir 4 EAs, machen hier 4 verschiedene Charts auf, packen die EAs darauf und sagen, ab geht's. Oder aber, wir machen es uns etwas einfacher und sagen einfach, dass wir das Portfolio als ein Portfolio EA exportieren. Das geht natürlich auch. Das heißt, wir haben jetzt ein EA und in diesem EA stecken quasi 4 Strategien. Das heißt, wenn wir jetzt hier mal in den Quellcode gucken, wird da
schon ein bisschen mehr drin sein. Wir sind jetzt hier bei, ja, wir haben jetzt hier 850 Zeilen und hier sind jetzt alle vier Strategien, die wir generiert haben, als ein EA enthalten. Das heißt, wir müssen dann später im MetaTrader jetzt einfach nur den Euro-Dollar aufhaben, stellen den auf 30 Minuten und packen dann unser Portfolio-EA hier rauf und haben quasi auf dem einen Chart ein EA, aber in diesem EA, also Portfolio-EA, stecken dann vier verschiedene Strategien. Spart uns ein bisschen Zeit oder nimmt die Übersicht, ist von der Übersicht her ein bisschen besser, verlieren wir nicht den Überblick, aber ist am Ende des Tages einfach eine Geschmackssache. Natürlich schwer, wenn wir jetzt vier Systeme in einem Portfolio haben, zu sagen, Strategie 2 von 4 möchte ich deaktivieren, weil ich da keine Lust mehr drauf habe, Performance nicht mehr so gut ist, ist es halt schwer, ne? Wenn wir ein Portfolio haben. Aber wir haben ja hier einfach die volle Kontrolle. Ich habe es ja vorhin gesagt, sage ich einfach, ich exportiere mir das als Portfolio und zusätzlich exportiere ich mir halt noch die einzelnen Strategien. Von mir aus für den Vierer, auch noch für den Fünfer, falls ich heute noch auf den Vierer trade und in 3, 4 Monaten auf den Fünfer wechsle, habe ich alles an der Hand. Weil wie gesagt, hier wird nichts gesperrt, nichts gelockt. Das, was Sie hier zusammenklicken, ist Ihr Gut, das haben Sie sich überlegt, Sie sich erarbeitet. Von daher haben Sie doch da sämtlichen Quellcode. Und jetzt sind wir auch schon bei der Funktion angekommen, die wir in der Testphase nicht haben. Und zwar ist das diese Portfolio-Funktion. Im Hintergrund muss man sich mal überlegen, wenn wir hier Änderungen vornehmen und innerhalb von einer Sekunde das Ergebnis haben von den letzten 15 Jahren, dann wird im Hintergrund mächtig viel gerechnet. Und im Hintergrund steht halt ja eine große Serverfarm mit sehr, sehr viel Hardware und Rechenleistung, die ja, ich sag mal, die Schmutzarbeit einfach von unserem PC wegnimmt. Das heißt, sie brauchen für diesen EA-Generator zu Hause keinen leistungsstarken PC. Ja, also wenn Sie einen historischen PC haben, mit dem nicht allzu viel Rechenleistung, wo der MetaTrader schon 5 Minuten braucht zum Starten, völlig egal. Bei Ihnen wird das genauso laufen, wie wenn Sie den High-End-Super-PC für 10.000 Euro haben, denn die Berechnung wird komplett auf unseren Servern ausgelagert. Und so schaffen wir es halt, dass wir innerhalb von einer Sekunde das Ergebnis haben von den letzten 15 Jahren. Speziell, und da natürlich muss ich Ihnen nicht erklären, die Rechenlast im Hintergrund ist da extrem groß. Noch größer ist sie in der Portfolio-Funktion. Und deswegen haben wir die Portfolio-Funktion für die kostenlosen Test-Accounts deaktiviert. Weil wir einfach nicht möchten, dass die Trader, die sich eine Lizenz gekauft haben vom EA-Generator, dass die ein bisschen darunter leiden, dass gerade heute 20, 30 neue Test-Accounts hinzugefügt sind. Alle möchten gerne die Portfolio-Funktion nutzen. Und wir möchten halt nicht, dass die Bezahl-User ein bisschen drunter leiden und ihre Analysen langsamer dauern. Deswegen, nur deswegen haben wir die Portfolio-Funktion in der Testphase gesperrt. Das ist das Einzige, was Sie halt nicht nutzen können in der Testphase. Sonst alle Funktionen, die wir jetzt uns angeguckt haben und vielleicht noch kurz angucken werden, sind in der Testphase auch vorhanden. So, deswegen die Testphase, das ist ganz wichtig. Läuft jetzt ausnahmsweise für Sie, wenn Sie sich heute noch den Account erstellen, 2 Wochen lang. Ansonsten läuft er halt immer nur 5 Tage. Wichtig ist natürlich, und da sind wir eigentlich relativ genau, dass es nicht ausgenutzt wird. Ja, wenn wir ehrlich sind, können wir natürlich uns jetzt die 2 Wochen nur ausnutzen und hier Tag und Nacht dran sitzen und versuchen, die profitable Strategie zu generieren. Wir speichern uns alles und dann sind wir weg vom Fenster. Das erkennt das System eigentlich relativ gut. Wir dürfen nicht vergessen, am Ende des Tages ist die Testphase dafür da, um herauszufinden, ist das was für mich? Um herauszufinden, was kann das Ganze? Und herauszufinden, ob das, was es kann, zu meinen Zielen passt. Und wenn wir aber im Hintergrund, und das geschieht automatisch, erkennen, dass da eher wirklich exzessiv Strategien entwickelt wird und heruntergeladen wird, um quasi die Testphase extrem auszunutzen, dann kann es auch sein, dass Ihr Test-Account auch schon nach 1, 2 Tagen verschwindet. Aber da will ich Ihnen jetzt nicht Angst machen. Sie können die Testfunktion gut nutzen und sich wirklich alles angucken, Tag und Nacht. Aber das System erkennt es sehr, sehr gut, ob man es eher so ausnutzt, um ja, das quasi zu umgehen und sich da 100.000 Strategien herunterlädt. Das nur als kleines Detail, damit Sie da Bescheid wissen. Was haben wir noch für Funktionen? Gehen wir nochmal in die Strategieansicht. Wir haben jetzt, ich wähle mal eine Strategie aus,
mal die hier. Die sieht doch schön aus. Dann haben wir hier oben noch Reiter, die wir uns gar nicht angesehen haben. Optimizer, Monte Carlo, kennen wahrscheinlich einige von Ihnen. Weitere Märkte, das sind alles Funktionen, die werden Sie sich im Detail nochmal in der Testphase angucken. Aber wo wir über weitere Märkte sind, ein Problem, was wir zum Beispiel auch im MetaTrader haben, oder eine Frage, die wir uns alle stellen: Ich habe ein System, das funktioniert mit dem Euro-Dollar auf Stundenbasis gut. So, was würde ich jetzt im MetaTrader machen? Dann interessiert mich natürlich, wie funktioniert das denn eigentlich mit dem US-Dollar, kanadischen Dollar? Wie interessiert, funktioniert das mit dem US-Dollar, japanischen? Würde alles durchtesten, würde natürlich wieder für jedes Asset bei 15 Jahren 20, 30 Minuten brauchen. Ist nervig, aber gut, werden wir auch überleben. Oder aber wir nutzen hier für den EA-Generator und sagen einfach mal, lieber EA-Generator, wie läuft das Ganze denn mit australischen US-Dollar, britischen Pfund US-Dollar, Neuseeland US-Dollar und. Klicke hier auf Starten, warte, sagen wir mal 3 Sekunden und sehe sofort, wie das System mit anderen Märkten funktioniert. Und ich sehe hier zum Beispiel relativ schnell, okay, das System funktioniert auch mit dem Euro-kanadischen, mit dem Euro-australischen Dollar und mit den anderen Assets, ja, eher nicht. Da sind wir am Ende des Tages bei plus, minus null. Also ich habe jetzt auch wieder mit 2 Sekunden mir 2 Stunden Wartearbeit erspart und wisst jetzt schon mal, okay. Euro-australischer Dollar, interessant, gucke ich mir später im Detail an. Und dann könnte ich halt hier drüben im Editor wieder angehen und sagen, gut, das teste ich jetzt mal mit den anderen Assets nochmal durch und gucke mir das Ganze im Detail nochmal an. Das heißt, wir müssen, und wir können direkt hier auch schon ein kleines Portfolio aufbauen, indem wir einfach nur sagen, die Strategie, die gefällt mir. Ich möchte gar keine andere Strategie haben, aber ich schaue einfach mal, ob ich diese Strategie auch auf andere Märkte anwenden kann. Und das Gleiche gilt auch für andere Zeitintervalle. Wenn ich sage, Euro-Dollar ist mein Liebling, dann würde ich hier ein paar Mal Euro-Dollar einfach nur auswählen, so, hier überall, und dann sagen M1, M5, M15, Minute 30 und Tageskerzen, würde alles auf Euro-Dollar stellen, klicke auf Start, und dann würde ich auch sehen, ob diese Strategie, die gleiche Strategie mit dem Euro-Dollar, aber auf andere Zeitintervalle auch profitabel ist. Ja, und auch hier müssten wir bisher, MetaTrader, jedes Mal die Periode ändern, Backtest starten, Periode ändern, Backtest starten. Wie lange das dauert, wissen wir inzwischen. Also auch das müssen wir hier nicht mehr machen, das können wir uns ersparen. Optimizer ist noch eine Funktion, die würde ich gerne so als letzte Funktion noch präsentieren. Das kennen wir wahrscheinlich, wenn wir manuell traden oder wenn wir bisher schon unsere Strategien zusammengeklickt haben, programmiert haben oder einfach irgendwie gebastelt haben. Dann steht man oft vor der Wahl und der Entscheidung, welchen Job-Loss nehme ich jetzt eigentlich? Packe ich den jetzt auf 40, 60, 80, 100, 120 Pips? Wir wissen es nicht. Wir müssen uns natürlich immer herantasten. Wir nehmen eine grobe Orientierung, wir nehmen unsere 100 Pips und schauen dann nach und nach und passen das an. Und wenn wir die Kombination mal durchrechnen, also wir haben ja als Parameter zum Beispiel den Stop-Loss, den Take-Profit, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Indikatoren, die können wir auch konfigurieren, von der Periode, vom Shiften, also von der Verzögerung. Also die Kombination, da sind wir wahrscheinlich die nächsten Jahre mit beschäftigt. Können wir, wie soll das anders sein beim EA-Generator, auch abgeben. Also ich kann jetzt sagen, lieber EA-Generator, wir haben jetzt hier zahlreiche Möglichkeiten. Nehmen wir zum Beispiel den Stop-Loss. Ich weiß nicht, was der beste Stop-Loss ist, aber teste doch mal bitte von mindestens 40 bis maximal 100 alles durch. Auch beim Take-Profit von 110 bis 150 teste alles mal durch und das auch noch für alle anderen Indikatoren. Also beim Durchschnitt, Periode, Tiefe, Shiften, beim ADX das gleiche und so weiter. Ich klicke einfach nur auf Start. Wir brauchen jetzt 30%, wahrscheinlich auch 1-2 Minuten und wir sehen rechts schon, dass er für uns die besten Kombinationen zusammensucht. Er testet halt wirklich alle möglichen Varianten und sind wir jetzt schon bei 600 und werden dann wahrscheinlich, wenn er fertig ist, bei knapp 1000 Varianten rauskommen. Jetzt bei 70%,
1000 Varianten haben wir schon. Wir sehen rechts schon, die Performance-Kurve ist schon deutlich besser als vorher. Also diese graue, fast durchsichtige Linie im Hintergrund ist die Ursprungsperformance mit den Parametern, die ihr in dem 60 Sekunden oder 40 Sekunden Generator herausgefunden habt. Die waren prinzipiell schon gut. Ja, und jetzt sind wir durch mit 1800 Kombinationen. Und jetzt kann ich sagen, perfekt, Performance hat sich verdoppelt. Möchte ich gerne akzeptieren. Und dann habe ich das hier vorne wieder im Editor dran. Das ist jetzt quasi mein finales System, mein finaler Roboter, mein Expert Advisor mit den optimierten Einstellungen. Das heißt, er hat für sich herausgefunden, okay, der beste Stop-Loss ist jetzt bei 99 und der beste TP ist bei 150 Pips. So, und hier müssen wir halt aufpassen. Und das ist noch der letzte Punkt, dass wir nicht ins Curve-Fitting, also in die Überoptimierung kommen, ne? Also wir sollten jetzt nicht sagen, okay, mit 99 Pips kommen wir am Ende raus bei einem Gewinn von 17.550. Ich gucke mal, was ist hier bei 100? Ah, okay, hier haben wir jetzt $50 weniger. Dann gehe ich wieder auf 99. Das ist im Endeffekt egal, ne? Also wir können ja so ein bisschen den Robustheitstest manuell durchführen und sagen, wenn ich das jetzt umstelle auf 90 und das ist jetzt plötzlich nicht mehr profitabel, dann wüsste ich, hier ist was schief. Aber wir sehen, wir haben das Ganze um ja, 10% verändert. Das System ist immer noch profitabel, natürlich nicht mehr so stark, aber immer noch kein Problem. Ich stelle das Ganze mal nach oben um 5% auf 105 Pips. Wir sehen, es ist immer noch in Ordnung. Ändern wir auch hier 10%. Das System ist immer noch profitabel, ne? Also darum geht es am Ende des Tages nicht, um wirklich zu sagen, ah, 109, 108, ah, 109 ist das Beste und TP ist 149 das Beste. Es ist egal. Ob das Ganze robust ist, können wir immer so ein bisschen herausfinden durch dieses in dem Bereich testen, ne? Also ich teste jetzt hier so ein bisschen immer hoch und runter, gucke, 150 war geplant, was ist so 10% hoch und tiefer, ist immer noch profitabel. Das ist ganz wichtig. Wenn wir das um weniger Prozent ändern, 2, 3 oder auch 10%, was schon ein Stückchen ist und das System kippt von der Performance plötzlich, dann müssen wir ganz genau, dass das System extrem anfällig ist für den realen Markt. Wir wissen da draußen, wenn ich einen Backtest sage, ich habe heute den Euro-Dollar bei Preis 1, 2, 3 gekauft, dann werden wir in der Realität nicht für 1, 2, 3 bekommen, sondern für 1, 2, 3,01 zum Beispiel, ne? Also der reale Markt ist natürlich immer unterschiedlich und deswegen sollten wir beim Backtesten darauf achten, dass wir nicht jeden Cent hinterherrennen, dass wir da nicht in die Überoptimierung gehen und sagen, ich brauche jetzt einen Stop-Loss von 190,1235 Pips. Sondern es muss robust sein. Wir können auch sagen, okay, dann haben wir eine kleine Verzögerung von 2 Sekunden im Markt durch unsere Internetleitung. Oder. Das ist so der Robustheitstest. Gut. Wir haben jetzt noch 5 Minuten. Wie gesagt, wir hätten wahrscheinlich auch noch 2, 3 Stunden Zeit, oder hätten auch locker 2, 3 Stunden füllen können, einfach mit den Funktionen vom IA-Generator. Deswegen haben wir die Testphase. Wenn jetzt noch akut Fragen da sind, sehr, sehr gerne her damit. Wir haben noch 5 Minuten. Ansonsten gerne natürlich wie immer, wenn Fragen da sind, können Sie einfach FXBird anschreiben oder Sie schreiben uns von AlgoCamp an. Was ich Ihnen auf jeden Fall empfehlen würde, holen Sie sich einfach die Testphase. Die läuft 2 Wochen lang und da ist auch kein Abo-Modell versteckt. Das heißt, das läuft einfach ganz normal aus. Nach 2 Wochen ist der Zugang dann gekappt. Wir fragen keine Zahlungsdaten ab. Es wird nichts automatisch verlängert, kein Knebelvertrag. Und ja, testen Sie ruhig die Funktionen. Ganz wichtig, Sie können ja nichts kaputt machen. Alles, was Sie hier einstellen, ob Sie die Assets, den Spread vom Euro-Dollar anpassen und so weiter, das ist immer nur für Sie. Da müssen Sie keine Angst haben, dass Sie hier groß was kaputt machen. Im Endeffekt setzt sich das Ganze immer wieder zurück für Sie. Also klicken Sie einfach wild drauf rum. Ich habe schon 2, 3 Webinare durchgeführt mit FXBird, auch zum IA-Generator. Deswegen, falls Sie sich die auch nochmal angucken möchten, weil wir da vielleicht auf die ein oder anderen Funktionen mehr eingegangen sind, dann schauen Sie einfach auf dem YouTube-Kanal vorbei von FXBird. Da sind die Aufzeichnungen von den letzten Webinaren drin. Und ansonsten, wenn jetzt keine Fragen reinkommen, würde ich sagen, vielen Dank für Ihre Zeit. Wir haben die Stunde schon extrem schnell rumbekommen. Und ja, wenn Fragen da sind, wie gesagt, dafür gibt es die Testphase, dafür ist FXBird da, dafür sind wir da. Einfach eine E-Mail schreiben, egal wen Sie kontaktieren, die Frage wird schon bei der richtigen Person ankommen und die Antwort wird dann auch nicht allzu lange auf Sie
warten lassen. Damit sind wir durch. Okay, perfekt. Gut, dann sage ich danke, David. Ja. Danke dir. Vielen Dank an die Teilnehmer, dass sie dabei waren. Und das war das letzte Webinar mit David in diesem Jahr. Aber ich gehe mal sehr stark davon aus, dass wir uns auch im nächsten Jahr mal wieder hören werden. Von definitiv. Daher, ich bin gespannt. Ja, und ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend, eine entspannte Woche. Bleiben Sie gesund, passen Sie auf Ihre Positionen auf und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao. Schönen Abend. Bis dann. Ciao, ciao.